Ja, ihr Lieben, hier ist wieder Claire heute mit schläfriger Mitarbeiterin. Ich hoffe, sie schnarcht wenigstens nicht allzu laut, aber sie wollte unbedingt mit ins Bild. Also, mal gut, dann macht sie mit. Vielleicht rennt sie diesmal wenigstens nicht durch, wie bei dem einen Video letztens. Ja, kommen wir zum Thema. Viele von euch hatten gefragt, und ich habe auch gesehen, es gab ganz viele Daumen hoch bei der Frage, bei meinem einen Video, wo ich gefragt hatte, welche Themen wir mal wieder besprechen wollen. Was machst du eigentlich privat so? Was machst du magisch als, nicht als die Hexe und so das alles, ja, sondern was machst du privat? Und das ist eigentlich ziemlich fließend bei mir. Man ist in diesem Beruf nie wirklich, ja, im Feierabend. Ja? Es kann sein, dass du was träumst nachts, dass irgendwas ist, dass du was mitkriegst, dass so dieser spontane Gedanke kommt, der dich diesen einen Schritt weiterbringt, und das kann jederzeit passieren. Also ich bin so ein typischer Mensch, der immer ein Notizbuch dabei hat, weil man weiß ja nie. Ne? Magisch gesehen ist es so, ich musste auch selber erstmal nachdenken, weil man macht ja vieles so aus dem Handgelenk, das macht man einfach, da denkt man nicht groß drüber nach. Ja? Ist es so, dass ich eigentlich nicht so viel zaubere in diesem Sinne von magisches Ritual und ja, also so Zauber halt im Sinne von wirklich eine Intention rüberbringen. Da geht es eigentlich bei mir mehr so um Beziehungspflege, würde ich das nennen. Also man hat bestimmte Wesenheiten, zu denen hat man einen guten Kontakt, meistens schon seit vielen Jahren. Ja, und dann pflegt man den einfach. Also gerade wenn Wesenheiten bestimmte Wochentage haben, die mit ihnen assoziiert sind, dass man ihnen dann was Schönes hinstellt, je nachdem, was sie mögen, dass man meditativ in Kontakt geht, dass man auf geistiger Ebene in Kontakt geht, all diese Dinge. Ja, das ist also mehr so eine Sache des Austauschs. Es ist weniger, dass man konkret was zaubert. Das ist ja, Rituale sind eigentlich mehr, also im Sinne von Zauber, sind eigentlich mehr sowas, wenn die Hütte brennt, sage ich mal. Ja, wenn was Akutes ist, was Unvorhergesehenes, dann macht man das. Aber für mich persönlich ist es jetzt nicht so sehr was für den Alltag. Im Alltag ist wirklich die Wochentage, auch die klassischen Energien der Wochentage, also Montag mit dem Mond, Dienstag mit dem Mars und so weiter. Das alles da, das habe ich schon immer im Blick. Und da halte ich mich auch an die alten Regeln. Die hatte ich ja zum Beispiel in der magischen Heilkunst beschrieben. Also am Montag fängt man nichts Neues an und all diese Sachen. Das habe ich schon immer im Hinterkopf. Da bin ich auch gut mit dabei. Ja, ansonsten Beziehungspflege mit den Gottheiten, mit den Wesenheiten arbeiten. Naja, arbeiten ist auch wieder so ein blödes Wort. Arbeitet man mit Freunden zusammen? Nee, also natürlich kann es sein, dass man mit Freunden mal zusammen die Wohnung malert oder sowas. Also dass man wirklich zusammen arbeitet. Und in dem Sinne gibt es das auch mit Gottheiten und Wesenheiten, dass man bei einer bestimmten Sache sagt, jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe, Unterstützung. Lasst uns mal schauen, was wir machen können. Ja? Aber es ist jetzt nicht so reine Arbeitsbeziehungen, so nach dem Motto, du kriegst jetzt hier die Kerze und jetzt will ich aber das und das dafür haben. Weil ich glaube, da lachen die sich kaputt. Ja, gerade das ist wie wenn man einem Freund sagen würde, okay, hier, ich habe Pizza gemacht und dann musst du aber da hoch auf die Leiter und mir die Decke streichen. Ja, macht ja auch kein Mensch, ist total unhöflich. Also es ist, manchmal haben da Leute wirklich komische Vorstellungen. Es ist keine Kommandobeziehung zueinander. Es ist nicht, dass du sagen kannst, so, ich habe jetzt hier aber was hingestellt, du musst jetzt aber. Ja, das haben ja manche auch bei Zaubern so diese Vorstellung. Nach dem Motto, wenn ich die richtigen Sachen hinstelle und die richtigen Kerzen anzünde und die richtigen Öle und Räucherungen und so weiter benutze, dann aber hier wie auf den Knopf gedrückt, ja. Und es ist nicht so. Es ist wirklich mehr wie Akupunktur. Ich vergleiche das oft damit, weil es einfach passt. Du machst die grundsätzlichen Energien nicht. Die sind schon da. Und wenn du magisch arbeitest, ist das mehr wie so eine Form von Akupunktur, dass du versuchst, dass die Energie die richtigen Bahnen nimmt, dass das, was gestaut ist und blockiert ist, wieder fließen kann, dass Leichtigkeit reinkommt. Ja? Das ist es eigentlich. Es ist nicht so sehr ums Kommandieren. Mm-mm. Weil auch vieles, was man sich wünscht, da denkt man dann hinterher, oh, wollte ich das jetzt wirklich so? Ja, es ist immer gut, wenn man so ein bisschen Luft, ein bisschen Puffer lässt bei dem Ganzen. Natürlich, gerade auch beim Liebeszauber, das ist das klassische Ding, wenn man dann unglücklich verliebt ist und alles so richtig vor den Baum gegangen ist. Wer kann es vom Gefühl her nicht verstehen, dass man dann eigentlich am liebsten sofort mit irgendeinem magischen Dampfhammer draufhauen würde und dann läuft das wieder, ja? Dann habe ich wieder mein Glück, aber es ist nicht so einfach. Und man darf auch nicht denken, dass der andere das nicht mitbekommt, unterschwellig. Ja, da gibt es so viele Geschichten und wahre Geschichten. Ich habe selber schon einige gehört. Ich weiß es auch von Kollegen, die Ähnliches erzählt bekommen haben,
dass ja, die Leute, die waren dann schon mit dem Partner zusammen, aber schön war das nicht mehr. Ja, die haben sich dann gewünscht, die Beziehung zu beenden und im Endeffekt, ja, ging es dann gar nicht mehr so einfach und wurde alles immer schlimmer. Also das jetzt mal so als kleines Abschweifen, aber es geht bei mir für die magische Arbeit einfach nicht darum, zu kommandieren, zu sagen, so, ihr müsst jetzt, es geht um Miteinander, es sind wie Freundschaften, ja. Und so Freundschaften in Anführungsstrichen hat man natürlich auch zu den Jahreszeiten, zu den Pflanzen draußen, bestimmte Bäume, mit denen man eine gewisse Connection hat sozusagen. Ja, einfach der Jahreskreis ist natürlich sehr wichtig, wobei ich das auch nicht immer nach Stichtag feiere. Für mich ist es mehr so dieses, wenn die Energie spürbar wird, wenn es losgeht, dann fange ich an. Das muss nicht unbedingt genau der Stichtag sein, den das Fest traditionell hat. Ja, also bei den Sommersonnen und Wintersonnenwenden, sagen wir einfach bei den nochmal von vorne. Bei den Sonnenwenden und bei den Tag- und Nachtgleichen, jetzt haben wir es. Da behalte ich mich schon an den exakten Termin, weil das sind einfach astronomische Ereignisse und die sind halt zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Bei den anderen Festen bin ich da relativ entspannt. Das kann auch mal früher werden, das kann auch mal später werden. Einfach, wenn ich wirklich fühle, jetzt ist es da, jetzt ist die Energie da, die zu diesem Fest gehört. Ja? Also wenn wir meinetwegen bei Poges Beltane, wäre es total verregnet und nass und kalt und alles, dann würde ich da nicht feiern. Dann würde ich 1, 2 Wochen warten und gucken, ob das Wetter schöner wird. Und wenn dann schönes, so richtig frühlingshaftes Blütenwetter ist, dann würde ich es feiern. Ja? Und das kann ich auch nur empfehlen, schaut ein bisschen. Ihr müsst das nicht nach Schema F machen. Das ist überhaupt nicht nötig. Für den Anfang ist es immer schön. Dann hat man einen Plan, dann weiß man in etwa, in welche Richtung es gehen soll. Aber mit der Zeit könnt ihr euch da wirklich freischwimmen und ein bisschen euer eigenes Ding machen. Weil das ist halt auch das, was für meine persönliche magische Arbeit wichtig ist. Es geht um Verbindung. Es geht darum, dass es echt ist. Ja, es geht nicht darum, dass man irgendwas schauspielert. Ja, so nach dem Motto, jetzt ist das Fest, jetzt tue ich mal so, als würde ich das so empfinden, dass das jetzt gerade so ist, wie das sein soll. Aber wenn man es in dem Moment gar nicht so empfindet, wäre es doch blöd, sich hinzustellen und wie so ein Schauspieler das Fest zu feiern. Ja. Darum geht es nicht. Also ich habe das auch oft, wenn man sich jetzt viel auch mit Schamanismus und all dem befasst, da sagen die Leute auch immer wieder, es muss aus dem Herzen kommen. Es bringt nichts, wenn du es machst, weil es wurde schon immer so gemacht, dann ist es nur so eine leere Hülle. Ja, das ist dann kein wirkliches Fest, das ist kein wirkliches Teilnehmen an der Energie, das ist nicht wirklich so spüren, was gerade ist, was auch im Großen durch die Jahreszeit natürlich um uns rundherum ist, was gerade auch für Leute, die in der Stadt wohnen, sehr wichtig ist. Draußen kriegt man es ja eh mit, aber in der Stadt ist es fast noch wichtiger. Sondern wirklich fühlen. Und wenn du mal nichts fühlst, wenn es einfach gerade nicht deine Wellenlänge ist, es kommt irgendwie nichts bei dir an, ja, dann ist das in Ordnung. Dann musst du nicht sagen, ja, jetzt muss ich aber, das ist doch dran, und der Kalender sagt aber und die Uhrzeit auch, so nach dem Motto, ja. Also manche, die feiern ja sogar Vollmonde mit der Stoppuhr. Mach nicht. Achte darauf, dass du es wirklich fühlst. Dann lieber ein bisschen was weglassen, lieber langsamer reinwachsen, aber dafür alles echt machen, ja. Es hat doch alles Zeit. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der, ja, na klar, in unserer Kultur nicht zu vermeiden ist. Wir sind nicht damit groß geworden. Ja, es gibt Kulturen wie zum Beispiel in Brasilien, den Candomblé, das Umbanda und all diese Dinge. Das kriegen die kleinen Kinder schon mit, ja, wenn die Eltern hingehen und so weiter. Dann hast du die Tänze der einzelnen Wesenheiten, du kennst ihre Rhythmen, du weißt, welche traditionellen Opfergaben sie bekommen, welche Farben mit ihnen verbunden sind, wie sie aussehen, wenn sie sich inkorporieren in den Medien, ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist halt so eine Kultur, wo du wirklich siehst, wenn du das schon von klein auf mitkriegst als Kind, dann ist das all das in dir drin. Du hast es ja schon gesehen als Kind und es ist gespeichert sozusagen. Da muss niemand mehr mit einem Buch kommen. Ja? Und bei uns ist es so, viele von uns entdecken diese Wege, naja, frühestens als Teenie, sage ich mal, wenn man dann so mal in so ein Hexenbuch reinguckt oder all die Dinge. Und ja, dann sehen wir sie und in den Büchern und wir haben aber niemanden, der es uns direkt vorlebt. Und das macht es schwierig. Da muss man die ganzen Zweifel, dieses Rationalistische, was bei uns auch sehr stark ist, da muss man ja erstmal drüber springen. Ja, man muss erstmal Erfahrung sammeln, meistens ohne Anleitung. Wenn man Glück hat, hat man eine Freundin, die mitmacht oder einen guten Bekannten, aber das ist auch nicht für jeden gegeben. Ja, und dadurch haben wir natürlich ganz andere
Sachen, über die wir drüber springen müssen, bevor wir den Weg gehen können. Und dadurch passieren uns auch diese ganzen Geschichten, dass wir manchmal das Gefühl haben, ich spiele das doch jetzt nur und ich bilde mir das ein, das ist doch gar nicht real. Dann kommt so dieses andere Ich wieder anmarschiert, das dazwischen reden muss. Und ich persönlich sage immer, im Zweifel guckt wirklich in andere Kulturen, wie die das machen. Japan ist ein wunderbares Beispiel, Hochtechnologieland, aber Schreine für Geister in allen möglichen Varianten im ganzen Land verteilt. Ja? Es geht zusammen, es ist nicht unbedingt der große Widerspruch. Ja, das also dazu kurz gesagt, ich mache wenig Zauber in dem Sinne. Das ist nur, wenn die Hütte brennt, wenn es Notfälle gibt. Ansonsten bin ich mehr mit Ritualen in dem Sinne, dass man sich mit der Energie verbindet, dass man gute Freundschaften hüben und drüben pflegt, all solche Sachen. Das ist das, was ich hauptsächlich mache. Ja? Und ich kann es euch auch nur empfehlen, kümmert euch nicht nur um Zauber im Sinne von, ich will das und das, dafür gebe ich jetzt, was weiß ich nicht, die grüne Kerze und das Öl, sondern kümmert euch um Verbindung, um Beziehung zu Wesenheiten, die euch wirklich entsprechen, wo ihr wisst, da kommt was rüber. Auch da sollte man nicht nach Tabelle gehen, sondern gucken, wo passt es, was geht gut zusammen. Ja, und dann einfach Stück für Stück aufbauen. Ruhig einen Schritt langsamer. Ja, man muss nicht alles auf einmal auf der Pfanne haben. Das wächst von ganz alleine. Ja, weil wir denken immer, wir sitzen hier ganz alleine und machen das. Aber die da drüben sehen das auch und die kommen einem entgegen. Und dann wächst es so Stück für Stück. Ja, also man muss nicht rennen. Man darf einfach ganz normal den Weg gehen. Ja, das dazu und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.